Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Mongens Jakob von den Fraktor und ich bin wieder in Gunfleet. So, die Jungs haben es schon wieder verlassen, das Spiel. Also, man muss auch mal fair sein. Das Spiel ist Early Access und man sieht, das ist auch sehr früher Early Access. Da kann noch sehr viel passieren. Ich hoffe, das passiert auch noch. Weil im Moment ist es halt wirklich schlecht. Das brauchen wir auch gar nicht irgendwie groß beschönigen. Aber wie gesagt, es ist gerade erst in den Early Access gekommen. Wenn man das Spiel runterlädt, dann ist das noch nicht mal ein Gigabyte groß. Wo soll denn da auch eine vernünftige Grafik zu finden sein? Also dafür, dass es eigentlich so ein kleines Spiel ist, es sieht nicht schön aus. Aber es ist okay, ja, und es ist spielbar. Ich habe mir jetzt noch ein U-Boot erspielt, weil ich mir das mal anschauen wollte. Das können wir uns jetzt direkt auch mal angucken. Es fehlt auch so ein bisschen an Spielern. Die drin sind, sind hauptsächlich, ja, da sie mit kyrillischer Schrift geschrieben sind, nämlich an Russen oder so, oder aus dem russischsprachigen Raum. Wobei in der Ukraine verwendet man, obwohl, weiß ich gerade genau, schreibt man in der Ukraine mit kyrillisch oder mit Walla? Weiß ich gerade gar nicht genau. Ist ja wurscht letztlich. Ist auch egal. So, so, U-Boot. Also die Sounds sind auch richtig schlecht. Ja. So, also immer U-Boot. So, Moment. So, ich drücke F und dann gehe ich auf Tauchfahrt. Beziehungsweise, wenn das Wasser tief genug ist, gehe ich auf Tauchfahrt. Wenn das, und ich kann halt in zwei Stufen, wie man da sieht. Das habe ich mich tatsächlich in den Sand gesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich liege hier auf einer Sandbank auf. Ich will jetzt gern das wieder anheben. Ich weiß bloß nicht genau. Es reagiert jetzt eben nicht mehr auf F. Wie kriege ich das jetzt wieder hoch? Lull, lull, lull. Da FF, ja. Ah, FF. Wenn er es denn macht. Aber ich glaube doch, er kommt. Doch, da kommt's. Gott. Also die Schiffsmodelle sind halt auch wirklich so. Und ich weiß halt echt nicht genau, was die da gerissen hat. Also okay, nee, die Flagge ist okay. Das ist Weimarer Republik. Wenn ich das richtig sehe, soll 3 wahrscheinlich eine Wasserbombe sein, oder? Das ist ja ulkig. Ich glaube, also allein die Idee finde ich ja witzig, ein U-Boot mit Wasserbomben auszustatten. Wobei ich das sogar ganz ordentlich gemacht finde. Was? Wie, die Captain? Dann fahren wir da mal hin. Also irgendwo denke ich, War Thunder will ja auch zuerst eben so kleinere U-Boote, glaube ich nicht, soweit ich weiß, aber halt diese kleinen, die Patrouillenboote und sowas und Torpedoboote einbauen. Ich gehe nur halt stark von aus, dass so ein großes Unternehmen wie Gaijin da direkt ein bisschen mehr an den Start bringt. Auch mal auf Tauchfahrt. Schreiben wir mal auf Torpedo. Alles los. Aal trifft.
Problem ist. Ich weiß es nicht genau. Ist das grün? Ist das rechts? Ist das grüne rechts oben? Unser Dings? Scheinbar blinken dahin. Ja, dann sind aber die anderen zwei Trollos in die falsche Richtung gefahren. Wenn das rechts oben unser Cap ist, wir müssen die cappen. Der Junge! Hättest du mal in einer anständigen Sprache geschrieben, die man außerhalb eurer Länder auch lesen kann. Ja, das gibt einen Cap-Sieg für den Gegner. Weil, was soll ich da machen? Mit dem Tuckerbootchen. Das zudem auch noch Stock ist. Ja, 10 Knoten da. Das dauert ein bisschen, bis man irgendwo hinkommt. Das Schöne an dem, wenn man mit Russen spielt, man kann die ganzen Flames nicht lesen. Man versteht sie nicht, wenn sie da lustig die Mutter beleidigen. So, wir können aber von mir aus gleich nochmal reingehen. Das dürfte jetzt nicht so viel gerissen haben, was Forschungsmodul-Gedöns angeht. Nö. Nix wäre denn der Biber. Ja, wobei, es sind ja immerhin paar Spiele online. Das haben wir auch schon schlimmer gesehen bei anderen Spielen, die Free-to-Play sind. Das, gut, es ist jetzt auch ganz neu. Ich nehme an, da, das schauen sich jetzt natürlich noch mehr Leute einfach mal an. Ja, aber es ist halt schon... Ich würde sagen, wir machen jetzt hier dieses Video noch, damit wir das ein bisschen mal gesehen haben. Es ist halt letztlich ein Arcade-Bötchenspiel mit einer etwas angestaubten Grafik-Engine. Ich würde sagen, wir behalten es mal im Hinterkopf. Wir spielen jetzt das eine Gefecht, aber danach ist erstmal Schicht, ja. Und sagen wir mal, in einem Jahr oder so komme ich nochmal her. Dann ist das wahrscheinlich hoffentlich weiter. Und dann gucken wir mal, was passiert ist, wie sich es weiterentwickelt hat. Als wenn das Rote das Gegner-Dings ist, dann fahr ich jetzt einfach mal straight nach Norden. Aber wie gesagt, das Wasser finde ich so schlecht gar nicht gemacht. Die Schiffsmodelle sind halt nicht so wirklich hübsch und die Inseln und so. Und halt die Unterwasseransicht sieht etwas seltsam aus. Aber so hier, wenn er so durchs Wasser pflügt, neben Wellen und so, das ist eigentlich ganz okay. Das Doofe an der Sache ist, man muss die U-Boote gar nicht mit Wasserbomben versenken. Also in meinem ersten Gefecht mit dem U-Boot, die haben mich, auch wenn ich tief getaucht war, einfach von der Wasseroberfläche aus gesehen und haben mich mit ihren Maschinengewehren zerstört. Das fand ich sehr seltsam. Die kann ich aber immerhin nicht unter Wasser abfeuern, aber wir tauchen mal auf. Das dauert nicht ziemlich lang, bis der Torpedo nachgeladen ist. Und er macht erstaunlich wenig Schaden bei so einem kleinen Schiff. Auf, komm, hoch mit dir. Mal gern habe.
Ich gehe noch eins tiefer. Gehen wieder auf Seerohrtiefe. Der läuft aus. Es gibt keinen RAM-Schaden, aber der Wasserbombenschaden ist ziemlich heftig, also man kann ein U-Boot problemlos eigentlich damit auch platt machen. Leider sind, wie gesagt, die Torpedos ziemlich schwach. Ja, das ist halt jetzt quasi die Kill-Animation vom U-Boot, so sieht das dann aus, wenn ich von der Wasserbombe zerstört wurde. Ein bisschen rostig sehe ich dann irgendwie aus. Gott! Ja, es gibt dann nur... Also schön, wie gesagt, ist jetzt ganz frisch im Early Access. Mal fair bleiben und sagen, jawohl, das hat noch gewisse Schwächen, aber dafür ist es ja auch im Early Access, dafür soll ja das dienen, auch dass die Community sich da beteiligt und sagt, okay, das ist jetzt okay, das ist jetzt irgendwie nicht so eine Burner. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die sich mit den U-Booten in dem Spiel wirklich Gefallen getan haben, ob es nicht vielleicht schlauer gewesen wäre, wenn sie es bei leichten, mittleren und schweren hier Bötchen belassen hätten. Das wäre dann so ein vergnügliches Bötchen fahren und sich gegenseitig behaken Spiel. Die U-Boote sind natürlich interessant, wenn sie vernünftig drin wären, aber letztlich soll ja ein U-Boot sich nicht mit irgendwelchen kleinen Patrouillenbooten rumkloppen. Daran sind ja nie gedacht gewesen. Ein U-Boot im Zweiten Weltkrieg, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg ändert sich immer die Rolle von U-Boot, aber im Zweiten Weltkrieg hat ein U-Boot in erster Linie die Aufgabe, die zivile Handelsschifffahrt zu bedrohen. Zum Beispiel ja, von deutscher Seite aus sollten die U-Boote im Prinzip eine Art Blockade errichten für die britischen Inseln, die britischen Inseln eben vom Nachschub beziehungsweise dann später natürlich auch die Sowjets über die Nordrouten und sowas hier zum Hafen nach Murmansk. Sie sollten eben die Fracht- und Handelsschiffe versenken und dadurch zu Produktionsengpässen, Versorgungsengpässen. Der Gegner sollte im Prinzip auch die Zivilbevölkerung und auch die Kriegsmüdigkeit verstärkt werden durch die Angriffe der U-Boote. Wenn ein U-Boot natürlich das Glück hatte, Prien hat das in Skaba gemacht, war natürlich auch eine heiße Aktion, kann auch Kriegsschiffe erwischen, ja, oder man kann, wenn man Glück hat, das läuft gerade echt so ein Tommy-Flugzeugträger vorbei, da darf man da auch mal einen Fächer reinsetzen. Aber das ist in erster Linie ist es tatsächlich ein Handelsstörerauftrag, in zweiter Linie als Unterstützungsfahrzeug gegen Kriegsschiffe. Und die waren ja nie dafür gedacht, dass man damit sich in irgendwelchen flachen Gewässern mit irgendwelchen Patrouillenbötchen und hier Motorbooten herumkloppt. Das ist halt, weiß nicht, also das finde ich hier ein bisschen seltsam. Die Modelle selbst, ja, können wir noch ein bisschen nachbearbeiten. Ja, aber wie gesagt, insgesamt denke ich, könnte das, wenn das mal noch deutlich ausgreift, dessen durchaus vergnügliche Arcade-Ballerspaß werden, im Stil eben von World of Warships für kleine Schiffchen. Kann man mal im Auge behalten. Ich würde sagen, in dem Jahr komme ich wieder her, schauen wir mal, was passiert ist. Und in dem Sinne, ja, ich zocke weiter ins nächste Spiel. Ich habe mir nämlich schon ein ganz tolles Spiel gekauft. Das freue ich mich ja schon wie ein Schneekönig. Ich muss nur noch erst ein bisschen Festplattenspeicher wieder freiräumen. Und zwar Warhammer Total War. Ja. Dementsprechend, ich wünsche euch was. Wir sehen uns hier wieder. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.